Ja, herzlich willkommen bei Sozen TV. Heute haben wir uns nochmal einen ganz besonderen Gast eingeladen. Heute ist Andy Brings unser Gast. Ja, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich würde gerne sofort anfangen. Die Zeit ist ja relativ turbulent im Moment, auch gerade für die Kultur- und Musikszene. Wie gehst du eigentlich damit um? Oder halt eben gerade nicht turbulent. Turbulent ist es sonst immer. Jetzt ist die ganz ruhig. Ne? Ich gehe damit eigentlich ganz gut um, weil ich hatte mir selber schon vor ziemlich genau einem Jahr eine Zwangspause verordnet, verschafft und habe alle Stecker aus meinem normalen Business gezogen, aufgrund eines massiven Burnouts. Oh. Und als ich damit eigentlich durch war, also es mir wieder gut ging, da war Corona. Aber da war ich eigentlich, sagen wir mal so, in Aufbruchstimmung, hatte aber alle Pläne begraben quasi. Ich hatte eine Europatour mit meiner Band für Januar, hatte ich schon abgesagt, weil das wäre einfach nicht gut gewesen. Und deswegen, als Corona dann kam, da ist mir so nichts weggebrochen. Also ich bin nicht ausgebremst worden durch Corona, weil ich habe mich selber ausgebremst. Von daher bin ich jetzt persönlich eigentlich in einer, sagen wir mal, mental guten Lage, dass ich eben nicht das Gefühl habe oder nicht in dem Bewusstsein lebe, dass der Virus mein Leben bestimmt. Eigentlich im Gegenteil. Ich weigere mich, die Zügel aus der Hand zu geben für mein Leben, und das gilt auch für ein Virus. Und deswegen registriere ich natürlich, was passiert. Ich bin natürlich nach wie vor Teil der Entertainment-Branche und bin natürlich insofern davon betroffen, dass ich jetzt auch, sagen wir mal, jetzt keine Konzerte planen kann oder so. Das tue ich auch nicht. Also ich finde es sogar befremdlich, wenn Kollegen Shows für Mai 2021 ankündigen oder so, da denke ich mir, wovon träumt ihr eigentlich nachts? Also, das wird einfach nicht passieren. Bin natürlich permanent damit konfrontiert, weil es natürlich auch mein Leben betrifft, auch insofern, dass meine Freunde größtenteils in dieser Branche arbeiten, sei es eben auf der Bühne, hinter der Bühne, oder als Promoter oder als Agent oder eben als Musiker, ist egal, ne? Und da ist natürlich nicht so eine gute Stimmung. Ich muss aber auch sagen, dass es auch da Leute gibt, die, wie ich, sagen, ey, davon lasse ich mich nie unterkriegen. Also dann horche ich mal in mich rein, was ich denn stattdessen machen kann oder was ich alternativ oder aufbauend auf dem, was ich sonst mache, machen kann. Und da kommen auch total gute Ideen. Auch total gute Ideen dabei raus. Und ich, naja, man wird sehen, wie tragfähig solche Ideen für die Zukunft sind, weil, oder sein müssen, weil ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd zu dem zurückkehren werden, was bis 2019 noch in der Branche Realität war. Lange nicht und vielleicht gar nicht in dieser Form. Was wären denn so Pläne, die vielleicht auch schon angesprochen worden sind, wo du dir auch vorstellen könntest, dass das vielleicht eine Zukunft haben könnte für die Branche? Ganz schwer zu sagen. Also ich würde einfach mal Pläne würde ich da gar nicht groß schmieden. Man muss natürlich jetzt erstmal abwarten und beobachten, was passiert. Ich bin kein großer Freund von Aktionismus und jetzt Konzerte. Ich meine, wir haben auch mit Double Crush Syndrome noch ein Autokino-Konzert gespielt. Das haben wir aber auch nur gemacht, weil das so eine unwiderstehliche Kombination war aus OB-Kandidat in seiner Heimatstadt, zeigt seinen Film und spielt mit seiner Band live in diesem unfassbaren Ambiente am Flughafen mit der Luftschiffhalle, mit Theo im Nacken quasi. Das war super, aber ich wäre niemals danach auch noch auf die Idee gekommen, jetzt in jedem Aufblas-Autokino irgendwie auf dem Lidl-Parkplatz zu spielen oder so. Und auch diese Strandkorb-Nummer und eine Lanxess-Arena mit 900 Leuten, das ist. Fällt für mich so ein bisschen unter Aktionismus und hier und da sicher auch unter sehr gut gemeinten Fandienst. Da ist auch nichts gegen zu sagen. Aber das ist für niemanden wirtschaftlich und ich glaube auch für, sagen wir mal, für eine Branche, die auch viel vom gesellschaftlichen Miteinander Schulter an Schulter und so lebt und davon zehrt, dass man Dinge gemeinsam erlebt und nicht
alle 4 Meter mal eine Sitzgarnitur. So, ne? Deswegen, ich bin nicht jetzt da gefragt, mir Konzepte auszudenken. Ich würde sagen, durchhalten. Durchhalten. Und dann wird sich das alles, glaube ich, einfach, also der Reset-Knopf, der ist jetzt gedrückt worden und da geht der Geist auch nicht mehr in die Flasche zurück. Ich denke, dass wir, sagen wir mal, hier in Deutschland oder in Europa Bands aus Amerika im Rentenalter nicht mehr sehen werden, ist meine Vermutung, weil bis es weitergeht und auch ob uns das gefällt oder nicht, unsere Helden, Kiss, ja, sind alle um über 70, also Risikogruppe. Und ob die den Weg nochmal antreten, weiß man nicht, weil da kommt noch dazu, was ist, wenn so eine Westfalenhalle dann plötzlich oder auf lange Sicht erstmal nicht mehr mit 14.000 Leuten bespielt werden darf, sondern nur noch mit 5. Ja, ob dann alle bereit sind, die Konzessionen zu machen, sei es bei Gagen, bei Commissions und so, dass sich das für alle gemessen an 2019, am Gagenniveau und überhaupt am Produktionsniveau noch durchführen lässt. Ich bin da nicht so sicher. Also ich glaube, die Verschiebung, die fängt jetzt gerade erst an. Und ich glaube auch, dass 2021, was das angeht, schlimmer wird als 2020. 2020 musste man irgendwie aushalten, aber 2021 muss man überleben. Und da wird dann sich zeigen, wie wir da irgendwie weiter in die Zukunft gehen können. Ich wage da keine Prognose, außer eben die, dass sich das Tourverhalten international gesehen total ändern wird, weil Reisen, Einreisen, Sicherheitsbestimmungen, Abstände und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit von Veranstaltungen noch gar nicht zu überblicken ist, wie das mal wird. Und da werden alle, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen haben, so einen kleinen Reality-Check, weil wir haben uns, bewegen uns da natürlich in diesen Umlaufbahnen, sag ich mal, im Mega-Business, wo alles immer nur höher, schneller, weiter. Das hat ja jeder Konsument hat es an Ticketpreisen gemerkt, dass da einfach auch jetzt mal der Overkill einfach erreicht war. Und da müssen sich halt die Mega-Bands fragen, ob sie halt auch für 120.000 Euro in Wacken spielen, anstatt für 750.000 oder so, ne? Dann, weil Wacken vielleicht nur noch mit 10.000 Leuten gemacht werden kann, also auch noch 10.000 mal Ticketeinnahmen hat. Und das sind alles so ganz viele kleine Bausteine, ganz viele kleine Puzzleteilchen, die uns die Zukunft, die können wir jetzt, glaube ich, gar nicht entscheiden. Also jetzt da wirklich Pläne zu machen und Prognosen zu stellen, da kommt es dann wirklich auf jedes einzelne Rad im Motor, Rädchen im Werk an, um da irgendwie wieder in die Zukunft zu gehen. Vielleicht musste auch mal so ein bisschen so eine Gesundung im Kopf stattfinden, dass der Gigantismus mal ein bisschen zurückgefahren wird, dass so geil ich Pink auch finde, vielleicht, dass ein Act wie Pink nicht mit 40 Tänzern auf Tour gehen muss, nicht mit 5 Hydraulikflieg-Vorrichtungen und so, sondern vielleicht hat so eine Pink einfach mal mit ihrer unfassbar geilen Band und 4 Marshall-Türmen sich auf eine Bühne stellt und zeigt, dass es auch so geht. War jetzt ein random Beispiel von jemandem, den ich wirklich bewundere und wirklich gut finde. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, dass Gigantismus jetzt hier gerade mal an seine Grenzen stößt. Das glaube ich. Jetzt habe ich auch verfolgt, du bist in Berlin gewesen bei der Demo. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Findest du, also, dass das nochmal einen Effekt hatte auf die Politik oder was erhoffst du dir vielleicht auch von der Politik für die Zukunft gerade? Also ich muss da... Ich habe mich da mal nach vorne gekämpft, ja, und dann habe ich sie mir da mal alle aus der Nähe angeguckt. Und muss sagen, auch mit den eigenen gemachten Erfahrungen aus dem Wahlkampf. Also es hätte, also ich muss sagen, der rednerische Tiefpunkt war absolut Claudia Roth. Das habe ich nicht erwartet. Da habe ich gedacht, jetzt fliegen gleich Eier, weil das war einfach eine Aneinanderreihung von Durchhalteparolen auf einem Niveau, das wir, glaube ich, schon im März hinter uns gelassen haben.
Der beste Redner war mit Abstand Christian Lindner. Kubicki war da, Göring-Eckardt war da und noch ein paar andere, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe. Olaf Scholz war nicht da, hat irgendeine Vertretung geschickt. Die meinen, die stehen auf der Bühne und die meinen auch dann, was sie sagen. Fakt ist aber auch, sie befinden sich alle im Wahlkampf. Und da sagt man schon mal gerne, wie ich jetzt auch am eigenen Leibe schon öfter hören durfte im Wahlkampf auf Podiumsdiskussionen, da sagt man da auch schon mal gerne, ich nicht, habe mich davon wirklich ausgenommen, weil ich bin kein Politiker und wollte mich auch nicht wie einer benehmen. Da fallen dann auch schon mal eben Worte, Floskeln aus der Phrasendreschmaschine, wo man glaubt, das findet der Wähler jetzt sexy, wenn er das hört. Und so habe ich das da auch empfunden. Ich glaube, das sind alles total gute Signale. Jetzt sind wir ja 2 Wochen später. Da wurde ja richtig Druck gemacht in Berlin. Jetzt brauchen wir innerhalb der nächsten paar Tage, brauchen wir nicht nur Zusagen, wir brauchen Geld. 2 Wochen später gibt es da immer noch kein Geld. Jetzt gibt es, glaube ich, schon mal konkrete Pläne. Aber ich glaube, also von einer wirklichen Rettung der Branche kann da immer noch nicht die Rede sein. Jetzt habe ich eben noch auf dem Weg nach Hause wieder im Radio gehört, dass es da jetzt auch Kulanz bei den Rückzahlplänen der Hilfe gibt, wo ich mir nur denke, wie soll das funktionieren? Wo soll die Branche jetzt auf einmal Geld nehmen, um das zurückzuzahlen? Was für ein Quatsch. Entweder man rettet jetzt allen den Arsch, oder man sagt ganz klar, hier ist jetzt Augenwischerei. So. Und das sind gute Signale, das war eine gute Veranstaltung. Ich finde es super, dass dann Dieter Haller vorne da hinkommt und mal sagt, wie es ist. Ich fand auch gut, dass Roland Kaiser da war, also dass es branchenübergreifend war, dass Roland Kaiser sich quasi die Klinke in die Hand gegeben hat mit Rott von Ärzten zum Beispiel. Weil es betrifft ja wirklich alle Genres. Ne? Das sind ja nicht nur Rockmusiker, sind ja irgendwie alle betroffen. Und bei allen geht jeden Monat die Sanduhr mit den Kosten in unterschiedlicher Höhe, läuft die durch. Ich wage auch da keine Prognose, sage aber für mich nochmal, ich lasse mir gerne helfen, versuche aber nach wie vor Herr meiner Geschicke zu bleiben, indem ich mir Dinge ausdenke, die ich vielleicht anders machen kann, die ich vielleicht neu machen kann und wie ich irgendwie mich nicht in weitere Abhängigkeiten begebe oder so, dass ich versuche einfach nicht zu jammern und kreativ und frisch im Kopf zu bleiben. Ist natürlich auch, muss ich auch dazu sagen, ich habe natürlich auch Freunde, die haben Fuhrpark mit ich weiß nicht wie vielen Bussen. Ich habe Freunde, die haben Lagerhallen voll mit PA, mit Dingen, die einfach nicht auf der Straße, die man noch nicht verkaufen kann, weil sie sonst auch niemand benutzen kann. Du kannst jetzt niemandem die PA verkaufen, weil auch wenn er sie kauft, auch der kann sie nicht verleihen. Das ist schon ein kollektiver Albtraum. Aber ich persönlich, und ich kann dann auch nur irgendwann für mich sprechen, weigere mich, dem Albtraum und den schlechten Energien zu viel Raum in meinem Alltag zu geben. So funktioniere ich einfach nicht. Glas halb voll Typ. Schon immer und für immer. Aber hast du denn vielleicht irgendwie schon überlegt, wie du vielleicht nächstes Jahr dem Ganzen auch begegnen möchtest für dich? Also, wir haben zum Beispiel mit Bastian Korn jetzt auch gesprochen heute. Und der sagte zum Beispiel, der kann sich vorstellen, dass er Streaming-Konzerte macht, dass er vielleicht da irgendwie noch in Erscheinung treten kann, weil er sagte jetzt, dass ihm gerade das irgendwie extrem fehlt, zumindest irgendwie ein bisschen unter die Leute zu kommen. Nee, also Streaming-Konzerte. Nee. Da warte ich lieber ab. Also ich würde lieber dann nur für 10 Leute spielen, weil, mein Gott, das kenne ich halt. Ich weiß, wie es ist, vor 10 Leuten zu spielen. Ja, das haben wir alle schon oft genug gemacht. Und dafür war ich mir noch nie zu schade. Und ich würde dann lieber den 10 Leuten alles geben, was ich habe. Und dann sollen die, das kann man dann natürlich ins Netz übertragen, aber einfach nur so ein Streaming-Konzert in irgendeinem virtuellen Raum und da einfach nur die Wand anrocken und so, da habe ich keine Lust zu. Also ich würde lieber abwarten.
und es mit wenig Publikum dann machen. Und aber es muss schon irgendwie ein Energieaustausch sein. Aber also wie gesagt, ich war mir noch nie zu genug Gigs gemacht, wo nur noch das Thekenpersonal da war und selbst das hat man dann gestört mit seiner Darbietung. Von daher, das würde mich nicht schocken. Aber jetzt auf Streaming-Konzerte zu setzen oder auch dieses virtuelle Wacken-Ding, wo sie dann da irgendwie keine Ahnung, auf einer LED-Bühne stehen und dann da Sachen projiziert werden. Das ging auch meiner Meinung nach voll nach hinten los. Also ich warte jetzt einfach erstmal ab, was passiert. Aktionismus halte ich meistens für zweite Wahl. Ich finde das halt krass, wie du dazu stehst, einfach vom Typ her auch so, wie ich dich so ein bisschen erlebt habe. Also wir kommen halt selber von Sozen TV aus Oberhausen und haben halt auch so ein bisschen deine Kandidatur für die Partei mitbekommen in Mülheim. Ja. Und ich fand das irgendwie mega spannend. Also ich habe normalerweise im Mülheimer Wahlkampf, habe ich immer so, okay, andere Stadt, klar, bekomme ich durch die SPD so ein bisschen mit, was die so machen. Aber auf einmal habe ich halt angefangen, auch dich da so extrem zu verfolgen, weil ich das von der lockeren Art echt total spannend fand. Das Wie freut mich kam sehr. eigentlich so die Idee, dass du das machen wolltest? Es war nicht meine Idee, also das war wirklich, ich habe mein Leben lang immer gedacht, man muss permanent präsent sein, Flagge zeigen, damit man gesehen wird und so. Und manchmal muss man aber auch vielleicht einfach nur die Antennen auf Empfang stellen. Und so war das. Also ich lag eines Morgens, samstags, einfach im Bett im Februar und kriege eine Nachricht im Messenger vom Pressesprecher der Partei hier in Mülheim, ob ich mir vorstellen könnte, für die als OB-Kandidat anzutreten. Und meine erste Reaktion war, O-Ton, willst du mich verarschen? Aber man hatte sich da irgendwie, man hatte einen kleinen Narren an mir gefressen, wie man so schön sagt. Ich wäre da nie drauf gekommen. Also ich bin kein politisch aktiver Mensch gewesen, habe sogar eigentlich immer die These vertreten, dass man sich als Musiker oder Rockmusiker oder Rock'n'Roller irgendwie da gar nicht groß äußern sollte. Das war irgendwie so mein Approach so dazu. Weißt du, ich denke immer, die Leute sind schlau genug und da muss ich nicht irgendwie versuchen oder zu tun, als wenn ich viel schlauer wäre. Und das habe ich dann versucht, auch im Wahlkampf so zu machen, eben nicht so zu tun, als wenn ich viel schlauer wäre. Oder ich habe einfach gesagt, ich bin mein Programm, ich und meine Haltung und mein Spirit bin im Grunde das Programm. Das sind meine Gedanken und ich verspreche jetzt hier keine Hallenbäder, sondern würde gerne hier voranlaufen bei einem Haltungswechsel, bei der, keine Ahnung, Neuordnung des gesellschaftlichen Spirits. Das wäre meine Interpretation des Amts gewesen. Und da haben wir am Anfang ganz schnell festgestellt, dass die Schnittmenge unwiderstehlich ist, was mich und die Partei angeht. Zumal das hier in Mülheim ein Ortsverband ist, der eben nicht nur auf diesen klassischen Parteiklamauk setzt, also quasi 300, also 365 Tage im Jahr Vatertag, also so mit Bollerwagen permanent, also Wahlkampf mit Bollerwagen und nur Freibier und so. Also das ist hier schon die Realo-Abteilung so ein bisschen. Natürlich mit viel Satire und das ist eben diese Schnittmenge, weil das trifft auch schon voll meinen Nerv. Also ich hätte jetzt niemals, ich wäre niemals für die FDP angetreten oder irgendwie sowas. Also ne, niemals. Und ich bin ja auch nach wie vor parteilos. Ich bin gar kein Mitglied der Partei, aber wie gesagt, die Schnittmenge war zu verlockend. Ich fand es halt auch echt enorm stark. Also du hast auch ich finde, ein total beachtliches Ergebnis geholt. Also das war wirklich richtig stark gemacht. Und ich fand halt, man hat irgendwie bei euch in Mülheim gemerkt, das war ein absolut harmonischer Wahlkampf. Auch du hast ja mit Monika auch zusammen dann die Veranstaltung gemacht. Ja. Also ich fand, man hat einfach echt gemerkt, du hattest da wirklich Bock drauf. Und ich fand auch irgendwie, du bist da voll drin aufgegangen. Stimmt. Danke, dass das so rüberkam. Das stimmt auch. Also ich habe wirklich zum zweiten Mal im Leben meine Bestimmung gefunden. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Das hat sich ja am Anfang dachte man, ach ja, mit dem Andy gibt es auf jeden Fall, die Poster werden geil aussehen und vielleicht wird es auch ein bisschen lustig. Aber es hat sich ja dann irgendwie ganz schnell, hat sich das so verselbstständigt. Und es ist ein ganz ernsthafter Wahlkampf mit unseren Mitteln geworden.
Und naja, also die ersten paar Monate hat man mich natürlich hier überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Da dachte man wirklich, jetzt will der denn jetzt? Aber das hat sich dann auch irgendwann total gedreht. Und ich glaube, also noch ein, zwei Monate länger Wahlkampf und dann wäre eine Stichwahl in greifbarer Nähe gewesen. Aber das Universum macht keine Fehler, alles so gekommen, wie es kommen sollte. Ich werde als AfD-Killer hier in die Geschichte eingegangen, auf dem letzten Meter hier mit 20 Stimmen, ne, den Kandidat von der AfD abgezogen. Darauf bin ich auch wirklich sehr stolz. Und ja, es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Und auch so für mich, also persönlich, ich sage immer, ich bin da nochmal, ich bin durch meine persönliche Zaubertür gegangen in der Zeit. Weil da habe ich auch nicht so gewusst, was da so noch in mir möglich ist. Oder ich will nicht sagen, Talente schlummern möchte ich nicht sagen, aber was ich auch kann und was ich auch möchte. Und man muss manchmal wirklich aus seiner Komfortzone auch sehr mutig heraustreten. Und dann passieren Dinge, die man sich vorher, die hätte man sich am Reißbrett, am Zeichentisch niemals am Schreibtisch oder so niemals ausdenken können. Da wäre man in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Ne? Aber wenn man einfach mal, naja, sich so in so eine Achterbahn setzt, die man nicht kennt, und man wird hochgezogen und man ahnt dann irgendwann, ach du Scheiße, 40 Korkenzieher-Loopings und 4G hier, weißt du, so, aber ich mache das jetzt und dann geht's ab. Und dann hinterher steigt man aus und sagt, boah, es war der geilste Ritt meines Lebens. Und so bin ich da irgendwie dran gegangen. Und das hat man, glaube ich, dann irgendwann auch gespürt, dass sich da keiner verbogen und verstellt hat. Also, das ist ja mein größter Vorteil und manchmal auch ein großer Nachteil, glaube ich, aber im unterm Strich ein Vorteil ist, dass ich mich einfach nicht verbiegen kann. Es geht nicht. Es ist mir einfach nicht möglich. Wenn ich etwas nicht will, man kann mich zu nichts zwingen. Ich mache es dann einfach nicht. Dann bleibe ich lieber zu Hause. Und als der Punkt überschritten war, als die Leute das geschnallt haben, da war dann einfach alles schön. Also die Reaktionen waren bis heute sehr herzlich. Und es hängen immer noch in Mülheim zwei große Wahlplakate von mir, die aber so eine gemietete Werbetafel ist. Also wo jetzt nicht jetzt so ein Werbeding, was schon längst weg muss. Eben sowas, was jetzt, wenn die Werbefläche jetzt niemand bucht, hängt einfach, was da hängt. Und ich hänge da halt in zwei Standorten immer noch. Und da schicken Leute immer noch Fotos und sagen, ey, voll geil, du hängst hier noch und so als letztes Überbleibsel von der Wahl, aber ist ja irgendwie auch ein Zeichen von Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. Ich fand es auch total krass, muss ich sagen. Also ich muss zugeben, dass ich auch gerade eigentlich erst durch den Wahlkampf für die Partei erst generell so auf dich als Person aufmerksam geworden bin und dann auch mich mit deiner Musik befasst habe und dachte so, warum kenne ich ihn nicht? Ist eigentlich geile Musik, ist genau mein Stil. So. Also das fand ich halt auch enorm krass. Ja, es freut mich sehr. Ich meine, wir leben ja wirklich, heutzutage ist ja alles Nische. Ne? Also heute erscheint ein neues AC/DC-Album und ich schwöre dir, es gibt AC/DC-Fans, die das nicht mitkriegen, weil alles so kleinteilig geworden ist und man einfach jeder in seiner eigenen News-Filterblase so ist und man eben gewiss, früher hat jeder, ob man wollte oder nicht, mitgekriegt, wenn ein AC/DC-Album erschienen ist. Ja? Und deswegen, also wenn man mich nicht kennt, halt nehme ich das, ist das nicht schlimm. Ist ja schön, dass man noch entdeckt werden kann. Und dann ist ja da so ein Rabbit Hole und dann stellt man vielleicht fest, Mensch, der Andy Brings, der macht ja schon seit 30, hat ja schon seit 30 Jahren oder mehr sein Unwesen. Und wenn es dir dann gefällt, umso mehr, umso schöner, dann kannst du noch was entdecken. So ist es. Jetzt habe ich gelesen, du hast ja auch einen großen Traum von dir erfüllt vor 2 Jahren. Du hast einen eigenen Film gemacht. Wie bist du dazu gekommen? Wie kam das auch? Ich meine, du hast Doro Pesch auch dabei gehabt. Wie kam das alles zustande? In den letzten 10 Jahren kamen schon immer mal wieder Ideen und Leute auf mich zu und die gesagt haben, Mensch, Andy, dein Weg und deine Geschichte, die ist irgendwie so unique, auch in dem Bereich, im Metal-Bereich, also wie unique die noch wird mit der Awakener-Tour, hätte man ja gar nicht ahnen können, aber zu dem Zeitpunkt schon, weil ich hab irgendwie immer alles so ein bisschen anders gemacht als andere, hab so irgendwie mein Pipi-Langstrumpf-Leben innerhalb der Szene auch geführt. Und da war immer so die Idee, schreib doch mal ein Buch. Aber ich dachte immer so, ne, Buch war zu dem Zeitpunkt nicht das Medium, wo ich bin dann zu visueller Mensch und das ist jetzt nicht das Medium, was ich mir da vorgestellt hätte, um meine Geschichte
wenn man es so nennen will, zu erzählen oder adäquat rüberzubringen. So ein bisschen ist einfach nicht visuell genug. Und dann war es, also Film ist ein Medium, was mich immer schon interessiert, sei es mit Videoclips oder einfach, womit ich mich auch beschäftige. Also ich habe schon, seit es DVDs gibt, gucke ich eigentlich die Making-ofs lieber als die Filme selber. Und es war immer schon so ein Traum. Ja, und dann kam eben, wie ich es im Film sage, also die Geschichte des Films ist auch die Geschichte des Films, als dann mein Agent damals anrief und sagte, Andy, ihr geht mit Skid Row auf Tour, die dritte meiner drei Lieblingsbands, Kiss, Ramones, Skid Row. Und da dachte ich, okay, das ist die Geschichte. Vom Fanboy zur gemeinsamen Tour und was dahin, was dazu geführt hat. Aber jetzt eben nicht chronologisch und historisch, sondern Denkprozesse, Denkmuster, Verhaltensmuster. Und weil ich eben nicht einfach nur meine Geschichte erzähle, weil es auch, also so selbstherrlich muss man das gar nicht aufziehen, bin ich dann auch nicht, wollte ich dann einen Film machen, der beleuchtet, was treibt einen an? Was treibt Überzeugungstäter an? Was gibt es für Unterschiede? Was lässt Menschen Niederlagen, Rückschläge und all diese Dinge immer und immer wieder erleben, überleben, ertragen, weil sie einen Traum haben, weil sie eine Vision haben, weil sie in irgendeiner Art und Weise ein Licht am Horizont sehen, auch dass sie sich ein Leben lang zubewegen und alles um sich herum ausblenden können auf dem Weg dahin. Und das war es für mich. Wir wollten einen zeitlosen, inspirierenden Film machen, der zeigt, wie die unterschiedlichen Leute auf der Bühne, auch abseits der Bühne, es gemacht haben. Um vielleicht, dass Leute, die den Film gucken, ihr eigenes Leben daran so ein bisschen, wie soll ich sagen, orientieren können oder verstehen, dass sie mit ihrem Leben eigentlich auch richtig waren immer, obwohl vielleicht alle von Eltern, Lehrern immer gesagt haben, dass sie falsch sind. Wir wollten eigentlich sagen, ey, hier ist die Flagge, hier ist die, ihr seid richtig, ihr Freaks, weißt du, kommt zu uns, kommt zu uns, kommt auf die dunkle Seite, hier ist es schön, ja. Yeah. Come to the dark side, we have cookies, weißt du, so. Und dass man eben richtig sein kann, auch wenn alle sagen, dass man falsch ist. Und einerseits Leuten eben in der Retrospektive die Möglichkeit geben, das zu verstehen. Andererseits Menschen, die vielleicht, jungen Menschen, die jetzt vielleicht am Start sind und vielleicht gar nicht wissen, jetzt in der Oberstufe sind und gar nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen oder vielleicht eine Ahnung haben, aber eben vom Umfeld, Eltern, Lehrer, Freunde gesagt kriegen, zu blöd, kannst nicht machen. So, und deswegen, also ich wollte dann auch den Film machen, den ich gerne mit 19 gehabt hätte. Und das hat sich dann auch verselbstständigt und dann haben wir ein Jahr in Rekordzeit diesen Film durchgeballert. Ist alles wie so ein Schneeball, der wirklich eine Lawine wurde. Dann ein Jahr hat es gedauert, dann waren wir in der Lichtburg in Essen, Premiere mit über 1000 Leuten, Funkfernsehen. Danach lief der deutschlandweit im Kino, dann kam die Blu-ray. Also ein richtiger Ritt. Ein Ritt, der mich aber dann auch schlussendlich in den Burnout geführt hat. Also die Arbeit am Film und alles, was dann danach auch passiert ist, war dann somit die Kirsche auf der Sahne, die dann das, was ich mir über Jahrzehnte auch als Programm und Lebensstil gegeben habe, also das wirklich dann über jede Grenze hinausgeführt hat. Und den Preis habe ich dann irgendwann bezahlt. Und deswegen ist ich hätte es niemals anders machen können, sage ich jetzt auch. Es war alles richtig so und der Crash musste auch kommen. Aber jetzt würde ich es anders machen. Es gibt Dinge, die kann man nur einmal so machen. Oder man ist komplett geisteskrank, ja, und rennt immer wieder lachend in die Kreissäge. Dann zahlt man irgendwann halt vielleicht einen anderen Preis. Aber ich bereue nichts, bin aber jetzt froh, dass ich da den finalen Warnschuss gehört habe.
Wie bist du für dich da rausgekommen aus dieser Zeit? Das ist, also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, das erstmal auch wahrzuhaben. Ja, also das Schwierigste war das zu erkennen. Ne? Also, dass man erstmal an einem Punkt ist, wo man genau weiß, wenn ich hier jetzt weitermache, dann wird es unter Umständen übel. Und das wusste ich einfach. Also Warnschüsse waren immer schon mal da über die Jahre. Ich wusste aber so im November letzten Jahres ganz genau, dass wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, dass ich dann bei der Tour im Januar, da wäre Tourstart wäre in London gewesen, dass ich vielleicht die London-Show noch spielen kann. Zweite Show wäre schon in Köln gewesen. Aber dass ich spätestens in Köln im Krankenhaus liegen werde, das ist einfach so. Ich wusste es. Aber mir das einzugestehen, das wollte ich mir jahrelang, das baut sich ja auf. Ja? Und ich habe jahrelang immer gedacht, also keine Schwäche zeigen, so weißt du, wenn alle schon im Bett sind oder wenn alle müde sind, dann bin ich immer noch fit. Und es war auch so, es war auch richtig so. Also ich war dann auch sehr rigoros zu mir selbst, weil ich dachte, ich habe wirklich in dem Bewusstsein und auch in dem, in dem, in dem, in der Hand, im Hand, in dem Wirkungs, in der, in dem Handlungs. In einem Handlungsfeld so mich bewegt und gelebt, dass wenn ich nicht bis an die Grenzen und darüber hinausgehe und mich kaputt arbeite für die Sache, habe ich keinen Erfolg verdient. Das war so mein Mantra. Und das hat mich Dinge machen und aushalten lassen, auch körperlich, auch mental, wo ich mich heute frage, wie habe ich das geschafft? Aber ich musste dann einfach irgendwann erkennen, dass das so einfach nicht mehr geht. Oder ich zahle irgendwann einen ganz anderen Preis und kann es dann vielleicht nicht mehr machen. Und dafür mache ich es einfach zu gerne. Nur ich musste die Vorzeichen ändern. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, hier ist Schluss. Wir canceln die Tour. Ich habe die Plattenfirma um Auflösung des Vertrags gebeten. Kam noch dazu, dass geschäftliche Dinge sich da wirklich waren da auch beendet. Und dann habe ich einfach nichts mehr gemacht. Ich bin nach viel in Spanien, in meinem, möchte sagen, fast ja, Wahlheimat, mein Wahlparadies an der Costa Blanca, und habe da versucht, irgendwie zu heilen. Ich habe auf einmal gelernt zu schlafen, wo ich sonst mit 4, 5 Stunden pro Nacht ausgekommen wäre, war es für mich jetzt dann nicht mehr möglich, unter 10 Stunden zu schlafen, über Wochen, Monate. Hat mein Körper sich das alles geholt und habe irgendwann wieder ganz langsam angefangen, Musik zu schreiben, aber ohne Pläne. Einfach erstmal wieder nur kreativ sein, ohne jeden Druck. Also das Wichtigste war mir selber, den Druck zu nehmen. Und zwar gar nicht mal so den von außen, sondern den ich mir selber mache. Da ist man dann oft einfach sein größter Feind. Und das habe ich geschafft. Das habe ich innerhalb von 4 Monaten geschafft, mein Umfeld gesund zu machen, mich gesund zu machen. Ich habe tatsächlich auch so profane Dinge gemacht, aber auch ganz wichtige Dinge wie meine Ernährung umzustellen. Ernähre mich seit Aschermittwoch komplett vegan, kein Koffein mehr und bin so fit und gesund wie eigentlich noch nie in meinem Leben zuvor. Und dann war ich gerade an dem Punkt, wo es mir so ging, und dann kam die Kandidatur. Und da sagt mir natürlich mein Umfeld auch: Hör mal, meinst du, das ist jetzt der richtige Schritt? Nach dem, was du gerade alles aus deinem Leben aussortiert hast, jetzt sowas. Und da wusste ich aber, nee, das kann und das will ich leisten, weil das unter ganz anderen Vorzeichen stattfindet. Weil ich wusste, das wird anstrengend bestimmt, aber ich wusste, das wird mir Spaß machen. Ich wusste, dass das in einem Umfeld stattfinden wird, mir, wie soll ich sagen, noch nicht wehgetan hatte. Weißt du? Also, wenn man 30 Jahre sich in einem Umfeld bewegt, dann kommen natürlich auch Schmerzen. Weißt du? Also, ich sag mal, der Rock'n'Roll, man sagt immer, der Rock'n'Roll ist kein Lehnstuhl. Ja? Ich wusste aber, dass ich wollte diese neue Welt. Weil ich hatte so eine Intuition, ich habe eine wunderbar funktionierende Intuition. Und die hat mir gesagt, Junge, das wird geil. Ausgedrückt Krass. mit dem Finger so, ne? Die Intuition wusste, dass das wird geil. Und so war es dann auch. Und Krass.
ich wusste, ich muss jetzt hier diesen Schritt machen. Und damit alles gut. Ich hatte auch keine Lust mehr, jetzt mich weiter zu vergraben. Und ich werde dem Gordon Strahl von der Partei ewig dankbar sein, dass er mit dieser Idee zu mir kam, mir das zugetraut hat und mir quasi Gelegenheit oder mir die Idee präsentiert hat, die Plattform präsentiert hat, meine Komfortzone zu verlassen. Wahnsinn, also ich muss wirklich nochmal sagen, Respekt wirklich davor, das ist, wo du es nochmal so geschildert hast, auch so offen und ehrlich, das verdient wirklich Respekt, also Wahnsinn. Ja, danke. Alles andere bringt aber nichts. Ne? Ich habe zum ersten Mal darüber gesprochen, da war ein Team von ZDF Volle Kanne, die waren bei uns bei dem Konzert am Flughafen und da hatte der Redakteur mich gefragt, weil er hatte das irgendwie mitgekriegt, was bei mir los war, ob er mich das fragen dürfte. Doch klar, weil ich kenne die Leute von Volle Kanne und ich vertraue denen. Ich sage, okay, ich rede da gern drüber, weil ich dachte, das ist auch ein gutes Forum. Ne? Und dann haben die halt wirklich eine ungeschnittene Version meines Interviews gesendet. Und was da an Feedback auch aus ganz Deutschland kam, aus den unterschiedlichsten Ecken, also fremde Menschen von Managern, Künstler, Lehrer, Rechtsanwälte, die alle sagen, endlich sagt mal einer, wie es ist, dass dieser Druck von außen, dieses Gefühl, keine Schwäche zeigen zu dürfen und dieses Funktionieren müssen, auch wenn man nicht mehr kann oder so. Also der Tenor war wirklich, und das kam oft, danke, dass du da zu unserem Sprachrohr geworden bist, weil viele Leute hätten sich das nicht getraut, weil man eben Angst haben muss, dann will man vielleicht, wenn man Schwäche zeigt, dann will vielleicht keiner mehr mit mir zusammenarbeiten oder so, weil man dann vielleicht denkt, der ist nicht zuverlässig oder der ist ein Wackelkandidat für Dinge oder so. Das ist ja alles Blödsinn, weil ich halte das, all das und auch weiter bis Depression und so, das sind ganz, ganz schlimme Volkskrankheiten, die aber die entstanden sind aus einer Unnot heraus, die aus einem höher, schneller Weiterdenken entstanden sind, dem man einfach nicht mehr gerecht werden kann und auch nicht sollte. Und deswegen sage ich auch immer, dass diese Corona-Zeit, diese Corona-Krise auch ein natürlich wirtschaftlich unschöner und von außen aufgezwungener Druck auf den Reset-Knopf ist, weil man sich echt wirklich überlegen muss, wie wollen wir denn weitermachen? Ja, und das habe ich im Wahlkampf auch immer gesagt. Ich habe gesagt, höher, schneller, weiter muss abgelöst werden durch schöner, bunter, herzlicher. Und dazu stehe ich und man muss einfach jetzt jeder für sich mal nach innen richten sich fragen, was will ich eigentlich wirklich, wer bin ich eigentlich wirklich? Bin ich eigentlich wirklich der ich jetzt 10, 20, 25 Jahre war? Bin ich echt der, den im Büro keiner leiden kann, weil der Druck mich zum Arschloch werden lässt oder so, weißt du, bin ich das wirklich? Bin ich das Arschloch? Oder will ich das Arschloch sein? Und warum bin ich ein Arschloch geworden? Ein Beispiel nur, weißt du, aber solche Fragen. Und ich glaube, dass wir da irgendwann gesünder rausgehen. Jetzt nicht wegen eines Impfstoffs, sondern kollektiv, im kollektiven Bewusstsein als Menschen, als Menschheit gesünder rausgehen. Dazu muss man aber bereit sein und dazu muss man sich auch entscheiden. Aber wenn man sich entscheiden kann, keine Ahnung, also Menschen können sich auch für wirklich viele schlimme Dinge entscheiden. Ne? Also dann sollte es ja vielleicht, eigentlich müsste es ja viel leichter sein, sich für schöne Dinge zu entscheiden. Hast du denn den Eindruck, dass auch gerade vielleicht in der Musikszene, können da eigentlich Freundschaften entstehen? Auf jeden Fall. Also ich habe ganz viele, meine Freunde rekrutieren sich zum größten Teil aus der Entertainment-Branche, jetzt nicht nur Musiker oder Künstler oder so. Also ich sehr viele, sehr enge Freundschaften.
Es kommt einfach, es ist wie überall. Ist man ein guter Typ und schwingt man hoch und auf einer hohen Energie und trifft man auf Leute, die ähnlich schwingen. Aber ich habe festgestellt, irgendwann bewegt man sich aufeinander zu. Und die guten Leute treffen sich einfach irgendwann. Das passiert mir immer noch. Und die halte ich dann auch fest. Und das ist mir sehr wichtig. Also ich arbeite eigentlich nur mit Freunden zusammen. Das ist mir einfach irgendwie wichtig. Oder auf einer freundschaftlichen Basis. Also ich treffe keine Entscheidungen basierend auf Geld oder Opportunismus. Natürlich will man weiterkommen. Ja, aber es muss auf einer hohen Schwingung stattfinden. Also alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld, die denen würde ich eigentlich allen auch meine EC-Karte mit Geheimnummer anvertrauen und denen würde ich anvertrauen, auf meine Mutter aufzupassen, wenn ich mal nicht kann. Und denen würde ich auch zutrauen, dass sie für mich da sind, wenn ich nachts um 2:30 da anklingel und weine, weil ich nicht weiß, wohin, weißt du? Und das muss ich noch dazu sagen. Also meine Freunde und mein Umfeld haben mir in der harten Zeit wirklich sehr geholfen, indem sie mich entweder in Ruhe gelassen haben, also jetzt nicht alleine gelassen, sondern wirklich mir die Zeit gegeben haben, das zu heilen oder mich proaktiv versucht haben, da auch rauszuholen, mich gefordert haben. Also nicht nur Ei-Ei machen, bringt ja dann auch nichts. Ne? Also ich hab die besten Freunde und denen werde ich immer sehr dankbar sein, weil die mir ein Stück weit mich auch mit gerettet haben, indem sie mir signalisiert haben, ey, wir verstehen genau, was da passiert, aber wir brauchen dich. Wir brauchen dich aber gesund, also werd gesund. Wir sind immer da. Das ist unglaublich krass. Also ich meine, da gehört auch unglaublich viel zu, dass man sich wirklich so auf seine Freunde verlassen kann. Also ich glaube, vielen Menschen ist das vielleicht auch gar nicht so vergönnt, die vielleicht auch in der gleichen Situation sind, dass das Umfeld da vielleicht gar nicht so hintersteht. Ich würde es den Leuten wünschen, aber auch das ist ja ein Prozess, der sich über... Also ich bin jetzt 49 und ich glaube, mein Freundeskreis war noch nie schöner, organischer, gesünder und herzlicher und enger als jetzt. Ne, da kommt man aber auch irgendwann hin. Ich meine, du hast natürlich irgendwann, du verlierst immer Menschen. Also ich habe auch schon wirklich, wirklich viele Menschen aus meinem Umfeld verloren, weil man sich auseinander entwickelt hat und so. Da kann man dann halt nichts machen. Aber es gibt aber auch Leute, die bleiben und da weiß man einfach, die bleiben für immer. Das weiß man irgendwie einfach. Nur man muss auch da dann irgendwann aushalten, also auf dem Weg dahin muss man halt auch vielleicht mal aushalten, dass man sich in Menschen täuscht, dass Menschen vielleicht auch von einem selber enttäuscht sind, weil man deren Erwartungshaltung vielleicht nicht in Gänze erfüllt hat oder man sich eben in eine Richtung entwickelt, die andere nicht verstehen oder nicht mitmachen. Das ist dann hart und traurig, aber man muss das halt auch aushalten. Und irgendwann ist man sich dann aber vielleicht auch bewusst, Mensch, ich habe wirklich tolle Leute um mich rum. Und das müssen ja auch nicht 30, 40 Leute sein. Ne? Es reichen ja auch vielleicht 3 oder 2, vielleicht reicht auch einer. Ich hatte mehr als einen, ich hatte auch mehr als 5. Und die wissen das auch alle. Und dass ich denen auf ewig dankbar sein werde. Und ich hoffe, dass ich dem auch gerecht werde. Wie siehst du das eigentlich generell, wenn du auf deine Zeit als Musiker bis jetzt einfach schon zurückblickst? Was war für dich eigentlich so das schönste Erlebnis, was du da erleben durftest? Das waren so viele einzelne Dinge. Also über die ganze Zeit würde ich sagen, also die erste Tour durch Japan als mit 20, 21. Die Dinge, die ich alle zum ersten Mal gemacht habe, dann mit Motorhead auf Tour, wir waren mit Alice Cooper auf Tour, wir waren mit Whitesnake auf Tour, also ich hab meine Helden eigentlich alle kennengelernt, das war schön, bin für viele, muss ich sagen, auch wenn es komisch klingt, will ich sagen, zum Held geworden, aber es gibt Leute, die mich über Jahre begleiten und die
gut finden, was ich mache, und das bedeutet mir sehr viel. Zum Held geworden ist Quatsch. Aber es ist so, es passiert immer, es passiert auf so vielen Ebenen. Ja, und dann die Tour mit Skid Row, dann der Film und auch ganz kleine Dinge, Leute, die sich meine Unterschrift haben tätowieren lassen, wo ich mir denke, ey, hallo? Also das setzt sich aus so vielen kleinen Dingen zusammen, aber wenn ich eine Sache nennen müsste, dann die, dass ich das wahrgemacht habe, was ich als kleiner Junge angekündigt habe und dass ich es jetzt als längst erwachsener Typ immer noch machen kann. Dafür bin ich dankbar. Zu meinen Bedingungen. Also ich habe I march to the beat of my own drum, sozusagen. Krass. Und das erfüllt mich mit Stolz. Es gibt viele, die viel erfolgreicher, reicher, berühmter sind oder so, aber es gibt halt nur einen Andy Brings und ich bin der beste Andy Brings, den es gibt, und da muss ja auch einer machen. So ist es. Sag mal, von deinen Idolen, die du kennengelernt hast, wen hat dich da eigentlich so am meisten inspiriert? Du hast zum Beispiel auch Motorhead angesprochen, die selber bei meinen Lieblingsbands sehr, sehr weit oben stehen. Also ich stelle mir halt so die Frage, wie ist so ein Lemmy dann so, wenn man so auf den trifft? Also das war 1993, eine ganze Deutschlandtour mit denen, da war ich bei Sodom und der war mit Motorhead auf Tour. Und da war Lemmy noch nicht, Lemmy war natürlich schon Kult, aber das beschränkte sich wirklich auf die Metal-Welt. Dieser Lemmy, dieser Mainstream-Lemmy-Kult kam ja erst, weiß ich, so vor 10 Jahren oder so, als er dann anfing bei Lanz und bei Stefan Raab zu sitzen und der Film kam und dann er völlig zu Recht diese überlebensgroße Kultfigur war. Für uns, Lemmy war damals schon alt, obwohl Lemmy da nur knapp älter war als ich jetzt, aber Lemmy gab es zu dem Zeitpunkt ja schon ewig. Und ich bin dann irgendwann bei der Show in Düsseldorf in seine Garderobe gegangen und habe mir, man hat ja kein Fotoapparat dabei, ich hatte zwar eine Videokamera, aber wollte ich da nicht mit reinnehmen. Ich habe auch Aufnahmen aus der Zeit bei der Tour gemacht und so, aber in dem Moment war ich dann irgendwie nur mit ihm und er hat mir, ich habe ihm gesagt, dass es mir eine Ehre ist, ich habe wirklich gezittert. Und er hat dann gesagt, es ist mir auch eine Ehre, und das hat er auch aufs Autogramm geschrieben, also ho, ho, es war eine Weihnachtstour, ho, 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 me too, also ihm ist auch eine Ehre, Lemmy 93, und er war einfach super, super, super nett. Ich kenne viele Leute aus seinem Umfeld mittlerweile gut, seine Betreuerin ist eine gute Freundin von mir geworden, also seine quasi Managerin über viele Jahre, und er war halt ein Sweetheart, auch Doro, mit der ich auch schon seit vielen, vielen Jahren gut befreundet bin, war ja auch dicke mit ihm, und er war ein Sweetheart. Das Problem war natürlich die Verschmelzung des Menschen mit der Kunstfigur. Die Erwartungshaltung an die Kunstfigur. Und das war dann irgendwann nicht mehr trennbar. Und all das, was man als Fan irgendwie geil findet, Jackie Cola statt Wasser und all das, und Sterben auf der Bühne und so, und dieser ganze Qualm, der da eben so mit rumflog, hat ihn natürlich irgendwann umgebracht. Ne? Also da darf man sich auch nicht keine Illusionen machen. Aber naja. Ich habe, egal wen ich getroffen habe, ich habe mit meinen Helden immer gute Erfahrungen gemacht. Also dieses Kill Your Idols habe ich nie erlebt. Das waren immer tolle Begegnungen. Vielleicht kommt es darauf an, wie man den Leuten begegnet, aber ich kann einfach nur sagen, wenn man seinen Helden, wenn man jemanden trifft, den man gut findet und höflich ist, und offen und ehrlich, ich glaube, da kann einem nicht viel passieren. Ich meine, das ist doch total krass, oder? Dass man auch wirklich dann, wenn man steht seinen Idolen gegenüber und es ist auch noch so positiv, wie man sich dann vielleicht auch gewünscht hat. Also ich stelle mir das dann mega krass vor. Ja, ich habe auch Glück gehabt, vielleicht habe ich Glück gehabt bei den Bands, deren Fan ich war, aber ich glaube immer, wie man den Leuten übertritt, das kommt dann auch zurück. Und da ist immer alles gut geworden. Dürfte ich dich bitten, die letzte Frage, zu stellen, weil ich bin, muss gleich leider. Ja, klar. Ich wollte jetzt sowieso die letzte Frage stellen. Ich wollte fragen, Super. wie,
bist du eigentlich, also was sind so deine Wünsche für die Zukunft? Ich möchte ganz viel Zeit am Meer und in der Sonne verbringen. Was ganz Profanes. Also ich möchte natürlich gesund bleiben, dass alle meine Freunde gesund sind, solche Dinge. Aber wenn ich mir jetzt, wenn ich so einen richtigen Wunsch, also so einen Wunschzettelwunsch, weißt du, so, was ich jetzt gut fände, wenn ich das hätte, eben nicht nur so diese Dinge auf Metaebene, sondern wirklich was ganz Profanes, da möchte ich viel Zeit am Meer im Warmen in der Sonne verbringen. Krass. Andy, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich danke dir.